Die Modelle sind wirklich amazing. Herzlich willkommen im schönen Angelikon in der Schweiz. Wir sind Jenny und Sascha und wir sind die Swiss Bricks Builder. Wir lieben Klemmbausteine und möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Was hast du uns heute Schönes mitgebracht, Jenny? Das ist die Lots Ideas Creative Series. Sind Lots Minis von der Größe her. Die Nummer 1234, 35 und 36. Die Größenverhältnisse sind wie damals die U-Bahn-Station, die ich hatte. Ich glaube, das war auch Mini. Ja, es gibt genau. Noch Lots Diamonds, die sind dann noch etwas kleiner. Der Unterschied ist einfach, hier ist wirklich hier beim Ground Floor ist fertig. Und bei mir war ja im Prinzip eins weiter unten. Genau. Und deshalb. Und halt an den Seiten offen. Genau, ich habe die Nummer schon gesagt. Wir haben eine quasi drei Modelle, die zusammen eine Serie geben. Geben wir mal die Schachteln, dann zeigen wir die zuerst. Als erstes die Nummer 1. Genau. Also wir haben wunderbare Schachteln mit so einem Gold, fancy Gold schimmernden Aufdruck. Hier sieht man auch eben, es ist Nummer 1 von 3. Also es ist, die gehören wirklich zusammen, diese drei Häuschen. Wir haben das Häuschen hinten alle zusammen, auf der Seite jeweils die Figuren dazu. Und hier noch, es sind alles Modular Building, also und hier die Stockwerke, die man voneinander wegnehmen kann. Also ich finde die Lotz-Schachteln eh amazing, wunderschöne Schachteln eigentlich immer bei Lotz. Da können sich viele noch was abschneiden. Das ist das zweite. Ja, hier genau dasselbe. Gleiche Schachteln, etwas größer. Die sind nicht alle gleich groß, die Schachteln. Das finde ich merkwürdig. Solche Dinge mag ich nicht. Aber ja, auch hier wieder vorne das Haus, hinten die Serie, auf der Seite die Figuren, die drin sind und die Modular-Zusammensetzung von dem Gebäude. Und bei Schachtel 3 absolut dasselbe. Genau. Voilà. Gekauft hast du sie damals bei Blue Bricks. Genau, wir hatten da eine kleine Sammelbestellung gemacht. Genau, über 1000 Euro, weil wir zu viert natürlich bei Blue Bricks bestellt haben. Die kosten darum in Euro ausnahmsweise mal, wenn man jetzt ich nehme die mal kurz auseinander. Haus 1 hat 1134 Teile, kostet 34,95 Euro und hat einen Cent pro Teilpreis von 3,08. Das mittlere Gebäude, die 1235, hat 1676 Teile, kostet 49,95 und hat einen Cent pro Teilpreis von 2,98, also 3. Und das dritte Gebäude hat 1153 Teile, kostet 39,95 Euro und hat einen Cent pro Teilpreis von 3,46. Zusammen also, ich habe es noch zusammen ausgerechnet, haben wir 3963 Teile. Zusammen kosten sie 124,85 Euro, macht über alle drei Modelle einen Cent pro Teilpreis von 3,15. Was ich doch ganz in Ordnung finde für dieses Set, weil die Modelle sind wirklich amazing. Ich bin noch erstaunt, dass dieses Set doch mehr Teile hat als dieses hier. Mhm. Das ist jetzt das erste, das zweite und das dritte. Ja gut, wahrscheinlich ist das der Pflanze geschuldet, die natürlich viele so einzelne Dings hat. Ja. Und es hat relativ viele große Teile drin. Wobei, hier gibt es auch einen Baum. Also, das mittlere Gebäude ist natürlich das größte. Genau. Genau, wir haben Anleitungen, logischerweise. Jeweils in der Farbe des jeweiligen Gebäudes. Also, das für das orange Gebäude. Einmal gelbes Gebäude, einmal grünes Gebäude. Wir haben bei Lotz
Teilelisten hinten. Ziemlich große Anleitungen. Ja, die sind etwas unhandlich, muss ich sagen, weil sie brauchen brutal viel Platz auf dem Tisch, wenn man zusammenbaut. Aber hier haben sie auch wieder, wie schon bei meinem Set damals, relativ viele Teile pro Bauschritt. Ja, und es wird ausgegraut. Also, ja. Komplett also, ausgegraut, ja. Komplett ausgegraut. Macht es teilweise etwas schwierig, man kennt das vom Ausgrauen, aber insgesamt eine tolle Anleitung. Tolle Qualität. Farbtreue von den Teilen und... Ja, das kommt jetzt halt ein bisschen auf das Licht auf, drauf an, mit dem man arbeitet. Mhm. Weil es gibt dieses, es gibt zwei verschiedene Rosatöne, da muss man echt aufpassen, dass man das richtige Rosa erwischt. Aber ich glaube, das wäre in jeder Anleitung so. Ich glaube, da hab ich selbst so Probleme. Ja, eben, also... grundsätzlich doch sehr, sehr große Farbtreue. Silberne Teile werden auch wie bei Lego eigentlich mit diesem Sternchen angegeben. Ich kann mich überhaupt nie über nichts beklagen von der Anleitung. Also, mit dem Sternchen meinst du mit so einer Art Glanz? Ja, genau, diesem Glanzsternchen, dass es eben eine Metallic-Farbe ist. Dann extrem viele Resteteile. Bei Lots glaube ich so üblich, dass man recht viel hat. Wir haben jede Menge Kleber, muss ich sagen. Also das ist von allen drei Sets je ein Kleberbogen. Die habe ich alle verwendet. Bei Lots wirklich, die Kleber sind fantastisch. Absolut genau gleich wie die Farbe des Steins. Man sieht die nicht. Man sieht die Kleber natürlich schon, aber die Farbe passt so gut auf den Hintergrundstein, wo man es draufklebt, dass man es sieht aus wie geprintet. Also ich habe noch wirklich kein anderer Hersteller von Klemmbausteinen gesehen, der so qualitativ farbtreue Kleber macht. Kann ich soweit bestätigen, wobei halt gedruckt immer noch schöner ist. Natürlich ist gedruckt schöner. Ich sehe aber auch, dass wahrscheinlich dann der Preis vielleicht ein anderer wäre. Und ich finde die Sets für die Preise echt günstig und die Steinequalität. Also ganz ehrlich, ich finde Lots steht in Lego in keiner Weise irgendwie qualitativ nach. Sogar was die neuen Lego-Sachen angeht. Also ich bin total begeistert von Lots. Ich habe inzwischen auch relativ viel schon gebaut von Lots. Ich habe jede Menge Pflanzen und die kleine Vespa und ich werde wahrscheinlich auch weiterhin Lots bauen, weil erstens sind sie nicht so groß zum Ausstellen. Die Qualität stimmt, die Kleber stimmen. Für mich einer meiner Lieblingshersteller. Ich finde, sie stehen der Qualität von Lego in keiner Weise nach. Vielleicht persönliche Meinung, belehrt mich eines Besseren, aber ich finde es amazing, wirklich. Resteteile, wie gesagt, jede Menge. Das ist natürlich von allen drei Sets. Ich habe das jetzt nicht unterschieden, weil es ist da eigentlich auch eins zusammen. Also man kauft drei verschiedene Gebäude, aber sie gehören zusammen. Ich finde noch schön, wie sie gewisse Sachen verwendet haben. Ja. Zum Beispiel hier fürs Dach eigentlich diese Achsen oder keine Ahnung, wie man es nennen will. Ja, also diese 2x2 Plate mit unten einem Pin-Connector. Für beide Seiten. Haben sie hier verwendet? Genau. Sieht zum Beispiel also recht hübsch aus. Jedes Gebäude hat auch eine eigene Bauweise, eigene Dächer. Hier die goldenen Frösche. Die sind gelb, nicht gold. Aber es sieht aus wie Gold. Ich will es auch einfach mal noch, ich drehe es jetzt einmal rum, weil die Häuser sehen nicht nur vorne fantastisch aus, sie sind rundherum, klar hinten nicht ganz so aufwendig, aber immer noch total schön. Detailliert, das hat kleine Sachen, hier das ganze Air Conditioning, also die sehen auch verdammt hübsch aus von hinten. Die kann man irgendwo, wenn man so eine Straße baut, klar, das funktioniert nicht mit Lego zusammen, weil das Verhältnis der Größen nicht stimmt. Aber wenn man sich eine Lot City bauen will, die kann man gut irgendwo in die Mitte stellen, weil die sehen rundherum toll aus. Das einzige Problem,
Man kann die Häuser übrigens natürlich auch alleine stellen. Also das hier funktioniert sehr gut. Das ist auf allen Seiten brutal hübsch. Das hier auch. Wobei hier die Treppe, ja, aber kann man auch so machen. Bei dem Gebäude fehlt halt einfach die Treppe zum ersten Stock, weil die hier angebaut ist. Deshalb auch unser Hashtag heute. Hashtag ohne Treppe ist doof. Genau. Und das ist eigentlich das wirklich aus. Ich habe noch was zu bemängeln. Das ist das Einzige, was ich bemängele. Neben den Bäumen. Die Konstruktion der Bäume ist einfach nicht mein Ding. Dieses Zusammengekrakeln, wenn man drankommt, fällt irgendwas weg. Ich baue nicht gern solche Bäume. Ich finde das extrem ätzend. Das ist das Einzige, das mir an diesem Set absolut nicht gefallen hat. Alles andere fand ich amazing. Das Problem hatte ich mit bei der U-Bahn-Station auch. Vor allem fand ich da blöd, dass man da im Prinzip so Grünzeug und Blüten in der U-Bahn hatte. Okay, das macht keinen Sinn. Hier finde ich es aber extrem schön, eben auch die Pflanzen rundherum. Es ist alles schön grün. Es ist wirklich extrem auch so Kleber für kleine Details. Es ist wirklich ein tolles Set. Das ist auch ein Kleber, oder? Es sind alles Kleber. Das ist auch genial. Ich habe Detailsaufnahmen gemacht, weil wir können das nie im Detail zeigen mit unserem Kamerasetup. Aber der Tourist hier, das ist nämlich die, das habe ich noch nicht gesagt, das hier ist der Nudelshop, das ist der Fruchtshop, also ein Laden. Ein Laden, ein Früchteladen, und das ist die Pension. Und hier haben wir einen Tourist und der hat einen Selfie-Stick in der Hand mit dem Telefon und man sieht auf Kleber auf dem Telefon sein eigenes Gesicht, das die Figur hat. Vielleicht kann man es ja trotzdem noch. Wie gesagt, wir blenden euch das. Wir blenden euch das Foto ein, das ich gemacht habe. Aber ja, ist süß. Ja, kommen wir gleich zu den Statistik, die wir machen mit Bauspaß und so weiter. Bauspaß, ich wollte eigentlich eine 6 von 6 geben. Aber die Bäume haben mich echt aufgeregt und ich habe sie zweimal neu gebaut, weil sie nicht gehalten haben. Ich habe es dann nicht mehr nach Anleitung gemacht, sondern nach Gutdünken. Darum, kleiner Abzug, 5 von 6. Ich hätte eine 5,5 gegeben, aber wir geben keine halben Punkte. Stabilität, 4 von 6. Eine 5 wäre auch noch drin. Also es ist eigentlich alles stabil. Man kann es gut auseinandernehmen. Wir zeigen es nachher. Außer den Bäumen, die etwas wackelig ist, ist das alles top stabil. Falls mal Sturm ist. Komplexität, eine 3 von 6. Also es hat tolle Bautechniken drin, eben verschiedene Dächer, alle werden anders gemacht. Die Anleitungen sind aber großartig, also es ist nicht schwer, sie zu bauen. Sie werden auch angegeben ab 6+, was ich doch etwas happig finde. Also als 6-Jährige hätte ich das vermutlich nicht gebaut, vor allem nicht in der Größe, also weil sie sind kleiner als Standardteile. Also ich würde empfehlen 12+. Also nicht, ja. Dann eben nochmal Kleberqualität. Ich glaube, vielleicht das seht ihr. Diese weiße Verzierung, Kleber. Man sieht keinen Unterschied vom Grün vom Kleber zu den Grün von den Bausteinen. Genauso hier diese Fensterläden, dieses Gelb passt 100%. Also ich weiß nicht, ob ich jemals außer bei Lotz solche Qualität gesehen habe. Also bei Lego muss ich sagen, definitiv nicht. Auch diese Türen hier, es ist alles geklebt, es gibt keine Prints. Aber es sieht fantastisch aus und es hat wirklich tolle Kleber auch, die so etwas Detail geben wie dieser hier, einfach so ein Plakat an der Wand. Sie sind nicht übertrieben viele Kleber, aber gut gesetzt. Also diese auch hier an diese violetten Paneele hier, diese Fähnchen und so, das ist alles geklebt. Genau. Also was mich tatsächlich jetzt ein wenig stört gerade hier. Was? Eben, du kannst sie nicht einzeln stellen, du kannst sie hinstellen, wie du sie willst und so weiter und so fort. Aber mich persönlich stört ein wenig, dass man sie halt nicht stabil aneinander anrichten kann. Ja, das ist keine
Noppen oder irgendwie, weiß auch nicht, ein Teil gäbe, das man über beide dann machen könnte. Also ich meine, bei Keebly zum Beispiel kann man ja mit Pins aneinander verbinden, finde ja, ich super. Bei es, Lego es hast du halt es nur, auch. Es ist halt nur eine Plate und Teils darüber, der Boden. Und es sind jeder einzelne Floor, also jeden einzelnes Gebäude, jeder Boden ist mit Teils bedeckt. Also mit, es gibt keine Noppen, also es gibt schon Noppen, aber keine freiliegenden, die nicht so gewollt sind. Also zum Beispiel beim Daily Bugle hast du auch. Ich denke, man könnte das mit etwas Gutwill, weil hier diese grauen, diese hellgrauen Teils sind Deko, die sind da einzeln draufgenommen. Wenn man die etwas umsetzt, dass sie über diese Kante gehen, könnte man das miteinander verbinden. Ist in der Anleitung aber nicht so drin. Ich werde das vielleicht machen, wenn ich es zu Hause aufstelle. Was wollte ich noch sagen? Eben, es ist liebevoll ausgestattet in den Gebäuden. Wir zeigen euch Fotos, weil hier können wir euch die Details gar nicht zeigen. Der Shop innen dran, mega liebevoll. Es hat sogar eine Waage, wo man das Gemüse oder die Früchte wägen kann. Es ist so liebevoll eingerichtet. Es gibt Betten, die haben Finken vor den Betten. Es gibt solche Doppelbetten. Da hat der obere auch einen eigenen Fernseher. Die haben so ein paar Sachen drin, noch eine Zimmerpflanze. Die Läden kann man übrigens aufmachen, wenn man will. Genau, es ist befestigt mit normalerweise diesen 1x4er, teils mit zwei Noppen an den Enden, jeweils zwei von denen um die Stockwerke. Also man kann das wirklich gut auseinandernehmen. Jede Einrichtung kann man studieren. Auch hier problemlos, modular, auseinandernehmbar, ohne dass was kaputt geht, ohne dass was abfällt. Es ist wirklich genial. Die Inneneinrichtung hier mit Fernseher, mit Lampe, ein kleiner Schemel, das Bett. Und hier auch der Nudelshop ist mega liebevoll eingerichtet, noch mit Plakaten. Also eben, wir zeigen euch das im Detail mit Fotos, weil wir es heuer einfach nicht zeigen können, wie genial das eingerichtet ist. Auch hier lässt sich alles modular voneinander nehmen. Der alte Fernseher hier finde ich auch gut gemacht. Hier kann man auch das Dach noch so ein bisschen hochhalten. Genau. Hier haben wir Schlafmöglichkeiten, Fernseher, halt eine Wohnung eingerichtet mit Kochgelegenheit und Wasserhahn. Und unten ist dann der Shop. Genau. Die Person kann man übrigens auch aufs Velo stellen. Also die kann man... Für unsere deutschen Zuschauer das Fahrrad. Entschuldigung. Ja, und eben hier Inneneinrichtung mit einem riesigen Regal, mit einer Waage, mit einer Kasse, Früchte vorne innen, einen kleinen Baldachin. Also ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Bautechniken, es funktioniert alles, es lässt sich alles problemlos voneinander nehmen, wieder aufeinander bauen. Es ist alles liebevoll eingerichtet. Das Set, also auch wenn ich jetzt hart ins Gericht bin bei der Bauspaß, Stabilität und Komplexität, also für mich bekommen die drei Modelle eigentlich eine 10 von 10. Weil ich weiß nicht, ob ich jemals sowas Cooles gebaut habe mit so liebevoller Einrichtung. Wobei ich baue gerade im Islet Café, das ist auch ganz cool. Das kommt dann in einem späten Video sicher mal gezeigt. Ja, hast du noch eine Frage? Nein. Ist ein sehr schönes Set, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich glaube, es zeigt auch gut, es hat einen schönen asiatischen Touch. Ja. Das ist, glaube ich, japanisch. Lotz ist japanisch? Nein, aber... Das ist das japanische Nudelhaus. Ja, genau. Es ist japanisch. Und auch bei den Fernsehern sieht man jeweils den Fuji. Ja, genau. Auf dem Fernseher hat das Kleber drauf, da sieht man immer Mount Fuji. Bei allen Fernsehern, ne, das stimmt nicht. Hier ist ein japanisches
sagt man, so einen Torbogen. Diese. Nein, aber da sieht man auch den Fuji drauf, den drin. Ja, hinter dem Torbogen, so ja. Wirklich. So genau habe ich es mir nicht angeschaut. Nein, aber es sind wirklich sehr schöne Sets. Eben, ihr seht auch, es lässt sich brutal einfach auseinandernehmen. Wobei, man muss schon, glaube ich, ein wenig mehr drücken als bei Lego zum Beispiel, damit es wieder hält. Ja, es hat auch etwa 10 Noppen mehr, wo es dran hält, als bei Lego. Aber hier stimmt irgendwas nicht. Ja. So. Genau. Und schon ist es wieder zusammen. Also von mir, wer sowas gerne bauen mag, wer detaillierte Gebäude mag, wer Lots mag, ich kann es empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß dran. Wie gesagt, außer den Bäumen. Die fand ich mehr als lästig, aber sonst ist es so toll gemacht. Tatsächlich ist es halt auch immer, die Sets hier zu Sascha zu transportieren, leidet manchmal das Set drunter, weil im Auto und so das Zeug hier hinnehmen, dass das Bäumchen wieder auseinandergefallen, weil es irgendwo angekommen ist. Und einfach anständig fahren. Das hat nicht mit dem Fahren zu tun, sondern mit ihm das Auto tragen, rausnehmen. Ja, genau. Nein, aber wirklich schönes Set. Mhm. Gut. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen restlichen Donnerstag. Schöne Restwoche. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss zusammen.